Für uns ist das Ende der Aufarbeitung dieser beispiellosen Terrorserie noch lange nicht in Sicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir sehen ja auch aktuell, wie gefährlich eben eine solche Haken-dran-Mentalität heutzutage ist. Denn allein in diesem Jahr hatten wir wieder 832 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte. Und die Zahl der rechten Gewaltdelikte hat sich gegenüber dem Jahr 2015 bereits heute mehr als verdoppelt. Und da ist es schon ein heftiger Kontrast, wenn die Bundesregierung in ihrer Einschätzung aktuell nur 20 Gefährder im rechten Spektrum ausmacht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Zahl zerschellt doch krachend an der Realität.